Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und ja, ich wollte mal wieder ein paar Schnecken machen, nachdem ich in der letzten Folge so sträflich gescheitert bin, indem ich einfach mal verreckt bin. Naja, kein Kommentar. Andererseits könnten wir auch einfach mal ein paar Bärchen machen. Wäre auch eine Idee. Einfach mal ein paar Teddybärchen hier zu hauen, anstatt den Schnecken. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Ich guck mal, ob der eine Spot frei ist. Der obere, der ist ja wesentlich ungefährlicher als drin in der Höhle der Erinnerung. Weil der mich zu viel verleitet. Wenn er nicht frei ist, dann gehe ich einfach mal hier ein paar Teddys hauen. Weil da haben wir ja auch eine WDH. Nur so just vorfunden. Obwohl, nee. Da lauf ich schon wieder Gefahr, dass zu viele andere Quests fertig werden. Das wäre ja auch nichts. Das wäre ja auch nichts. Ach, ist das schwierig. So, naja, was willst du machen? So, ich gehe mal hier Sumpf der Dämmerung. Hoffen wir einfach mal, dass hier drüben vielleicht ein bisschen frei ist. Vielleicht ist ja auch ein Platz frei oder sowas in der Art. Das würde auch reichen. Lalalalalala. So. Da entlang. Lalalalalala. Tritra trullala, der Black, der ist schon wieder da. Tritra trullala. Ja, übrigens, apropos trullala und apropos Problit, es ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Die Welt wird sich dadurch aus den Angeln heben. Es ist etwas geschehen, was nie jemand von uns erwartet hätte. Das ist ein Kreuzhieb, der würde zwar eigentlich Schneckenlevel sein. Aber sonst scheint es hier gerade frei zu sein. Keine Schnecken, keine Leute. Ja gut, dann nehme ich sie. Ja, wie gesagt, es ist etwas passiert, was die Welt aus den Angeln heben wird. YouTube hat sich mit der GEMA geeinigt. Das heißt, dieses GEMA-Bild hier von wegen, ja, das Video kann nicht angezeigt werden, weil GEMA-Musik drin, wird es zukünftig nicht mehr geben. YouTube hat sich ganz eiskalt einfach mal wirklich echt und in Wirklichkeit mit der GEMA geeinigt. Die haben das geschafft, was nicht möglich ist. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil das jetzt heißt, dass irgendwie, naja, es ist irgendwas geschehen. Das ist etwas geschehen, was nie hätte geschehen können. Also dürfen schon, aber können, das ist wie als würde die Sonne aufgehen und auf einmal blau sein. So ist das dann jetzt. Weil letzten Endes, es schadet uns ja auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, wie das ist, wenn ich jetzt GEMA-Musik verwende, ob ich dann quasi das Video trotzdem monetarisieren kann, also sprich Werbung schalten kann, oder ob die dann halt komplett geclaimed wird von YouTube. Das kann natürlich, oder beziehungsweise nicht von YouTube, von der GEMA selber. Das kann alles sein. Ich gehe mal eher von letzterem aus, aber auf jeden Fall brauche ich nicht mehr so dringend gucken. Ich meine, wenn mal irgendein Video ist, wo YouTube dann sagt, nee, da ist ein GEMA-Lied drin, das ist nicht für dich, das claimen wir lieber. Ja, dann ist das halt so. Beziehungsweise dann wenn die dann die Werbung für mich schalten, ja okay, kriege ich vielleicht nichts von der Werbung, aber ich kann das Video veröffentlichen, das ist wichtig. Weil, wie gesagt, letzten Endes, man muss ja bei vielem einfach höllisch und mega aufpassen. Beispielsweise, ja, du hast, ja, Fallout 4 beispielsweise, bestes Beispiel, Fallout 4. Ich musste ja die komplette Musik da austauschen, die da auf dem einen Radiosender läuft, weil das einfach alles GEMA-geschützte Musik ist, oder großteils. Und, naja, ich bin ganz froh drüber, dass es jetzt eben nicht so ist. Ich werde zwar jetzt die Musik einfach laufen lassen, weil ich sie, denke ich, nicht mehr so benötigen werde. Aber, wie gesagt, ist trotzdem ärgerlich. Oder halt GTA. Ich spiele jetzt selber kein GTA 5, aber es machen ja viele andere YouTuber, und da merkst du ja auch schon, wie die immer aufpassen, ja, von wegen GEMA-geschützter Musik. Das Problem ist nicht, dass das Video dann keine Werbung schalten darf, oder dass man keine Werbung schalten darf, dass man da nichts verdient. Viele Let's Player haben halt auch Videos mit Werbung oder mit ohne Werbung. Bin ich nicht der Einzige. Und ja, wie gesagt, die spielen es halt, weil es denen Spaß macht oder weil sie da Videos rausbringen wollen. Bringt denen ja trotzdem ein bisschen was. Und letzten Endes, es ist halt immer so eine Sache, es ist, wie gesagt, Achtung, Werbung und so weiter und so fort. Und das Video war nie zu sehen, zumindest in Deutschland. Und ja, wenn du Deutsch sprichst, ist natürlich Deutschland deine Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz und Österreich, ob es da eventuell auch so ist, oder halt Tirol ist, glaube ich, auch noch Südtirol, deutschsprachig. Und ob es da dann sichtbar war und nur in Deutschland, ich weiß nicht, wie weit die in Anführungsstrichen Arme der GEMA reichen.
kann sein, dass es in Österreich, in Schweiz zu sehen war, aber letzten Endes, die Hauptzielgruppe sitzt ja nur für einen Deutschsprachigen in Deutschland, weil ja, logischerweise da die meisten deutschsprachigen Leute rumrennen. Englische Let's Plays, ja gut, ich hätte englische Let's Plays machen können, aber ich nix Englisch. Ich nix gut Englisch, drum ich nix Englisch machen tun. Deshalb lassen wir das mal lieber. So, der Aaron ist da und will sich eine Gruppe. Weißt du was? Ja, blub. Da. ML. Aha, 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 aha. So, Gear 2, nee, unauslöschbares Feuer. Ja, hab schon geladen. Hehe. So, so. Lip. So, bim. Dip, dip, dip. Jupp. Nu, klar. So. Okay. So, und los geht's. Ja, und wie gesagt, es ist, ja, irgendwie, wie gesagt, man fühlt sich auch als YouTuber irgendwie ein bisschen befreit. Man fühlt sich ein bisschen befreit. Für YouTube selbst ist das auch wieder eine Sache. Ja, die haben in Anführungsstrichen eine Einnahmequelle mehr. Die müssen, ich weiß nicht, ob die alles abgeben müssen von dem Video, beziehungsweise die haben auf jeden Fall mehr Chancen, weil letzten Endes die GEMA, unsere deutsche GEMA, ich meine, solche rechte Verwaltungen gibt es in jedem ja, Land. Deutschland war das einzige Land, wo solche GEMA-Titel drin waren. Das einzige. So, Quest beenden. Wo ist denn Aaron? Ist da hinten. Warte mal, ich muss erstmal hier annehmen, bevor ich hier irgendwas macht. So, so. Hopp. Lelelelele. Vorsicht, Aaron! Warte mal, ich ich schreibe dir gleich, Aaron, dann sage ich dir, wie ich es mache, dann passt das schon. Flup. 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 La 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 la. Hüp. Hüp. So. Weiß nicht, ob ich alles gewischt hab. Flup, 12. Ja, 2 fehlen noch. Macht nix. Komm mal. Lauf mir dann einfach mehr hinterher oder bleib am Start stehen. Komm mal, ich mach eine Runde und schon können wir abgeben. So. So, machen wir so. Ohne zumachen, weil gerade Platz nicht mehr da war. Kann ein Clary ressen. Ich denke mal, es, ja, ach nee, stimmt ja, du spawnst ja. War ja. Nee, du spawnst im Sumpf, ne? Dachte ich. Ich dachte, im Sumpf spawnst im Sumpf oder bist du da auch? Dingens geplupst. Verrückte Schneckenspot, hätte er gleich dazu schreiben müssen. Lalalala. Ah ne, weiß es offensichtlich schon. So, okay. Flup. Lalalala. Okay. La 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 la. Keine Ahnung, wo sie her, sie wusste, dass er hier ist, aber vielleicht war sie mit dem zusammen und so. Kann ja, also mit dem zusammen hier schon bei den Schnecken oder was weiß ich. Hätte ja sein können. Komm rüber zu mir, Aaron. Nicht, dass du wieder drauf gehst. Meine Güte. So. Lululul. Komm, fall um. Okay. Soweit, so gut. Jetzt erstmal abgeben. Erstmal abgeben. So, unauslöschbares Feuer wiederholbar. Lululul. Quest beenden. Unauslöschbares Feuer wiederholbar. Lululul. Quest annehmen. So, los geht's. Und diesmal machen wir es vernünftig. Der Aaron und ich. Heute klappt das. Jawohl. Und ja, nee, wie gesagt, ist kein Liedchen, wenn er mir jetzt hinterher regt, weil ich sag mal so, es ist günstiger für mich. Weil, ja, es bringt mich nicht aus dem Takt und letzten Endes, ich würde genau dasselbe machen, wenn er nicht da wäre. Außer, dass ich vielleicht ein paar Schneckenschatten mehr sammle. So. Flup.
Schattenklingen, meine ich, Manu. So, okay. 10 von 15, sehr gut. Wiederholbar. Quest beenden. Und wiederholbar. Hopp, hopp, hopp. Quest annehmen. So, die Schattenklinge hier nehme ich noch mit. Und nächste Runde. Bist du soweit? Ja, ich denke schon. So lange dauert das Abgeben und Annehmen eigentlich nicht. Wird schon hinhauen. Vielleicht bleibt er diesmal nur am Spot stehen. Das kann er natürlich sein. Hopp. 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 Und euch auch noch. Schlapp, schlupp, schlapp, schlöle. So, zumindest kriegt er da auch ein paar Runden. Das passt ja. Mysterio hat sich den Titel Selbstlos und Destino den Titel Bettler verdient. Na, herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Gut gemacht, dass ihr auch handeln könnt. Oder tauschen könnt, ohne euch irgendwie... Ihr wisst schon, was ich meine. So, verrückte Schnecken. Aha. Einmal so. Annehmen. Dim, dim. Okay. Nächste Runde. So, sind aber nicht mehr viele Minuten. Aaron, es tut mir leid. Also nach den Minuten bin ich dann aber auch verschwunden. Da musst du dann dich entweder alleine durchkämpfen. Oder ja, mal gucken halt, ne? Rollen gegebenenfalls auflegen. Was weiß ich, was weiß ich. Lop, lop, lop. Einfach alles mitkommen. So. Ah, da ist er. Da. So. Okay. Alle down. Dann einmal hier. Meisterschütze nicht. Gier nicht. Feuer, ja. Düt. Düt. Oh, Bolzen. Gut gemacht. So, annehmen. Okay. Nächste Runde, nächstes Glück. Ich weiß gar nicht, was das übrigens von der Aura ist, weil die er da gerade gezündet hat. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es ist ja auch egal. Aber die hier kann ich mal zünden. So. Schadet ihm nicht, schadet mir nicht. Hätte ich schon lange machen können. Vielleicht hätte er es dann sogar überlebt. Tut mir leid. So, heute habe ich aber auf jeden Fall die 10% geschafft in dieser Folge. Nicht wie beim letzten Mal, wo ich jämmerlich verreckt bin. Erstens 1% verloren habe und zweitens ja durch das Verlieren dann noch nach U geportet wurde. Wie ärgerlich. Flip. Und flop. Und flamm. So, Auftrag der Händler. Unauslöschbares Feuer. Juhu. Sehr gut. Und noch einmal. Unauslöschbares Feuer. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier GEMA-mäßig davon haltet. Was ihr von dieser Einigung haltet. Was ihr findet. Oder ja, ich denke mal, jeder wird es gut finden. Es dürfte keinen Menschen auf der Welt geben, der sagt, ja, ich will aber das GEMA-Bild sehen. Ich mag das GEMA-Bild. Ja, ich will unbedingt, dass die Videos gesperrt werden, weil das da so schön aussieht, dieses GEMA-Sperrbild. Ja, ich will das haben. Also wenn das irgendeinen hier auf der Welt gibt, der sowas sagt, ja, denn... Ja, ich weiß auch nicht mehr. Dann gehe ich schlafen. So. L. Blip, blip, blip. Unauslöschbares Feuer. Depp, depp, derep, derep. Okay, noch einmal. Unauslöschbares Feuer. Wiederholbar. Lalalala, natürlich. So, ein, zwei Runden schaffen wir, denke ich, noch. Das ist gut. Flip. Und flapp. Wie gesagt, Aaron versucht nicht mal zu leechen. Er könnte jetzt einfach mehr oder weniger AFK rumstehen. Wäre aber ein Fehler, weil in einer Minute ungefähr werde ich sagen, also nach dieser Runde auf jeden Fall. Ich mache es nach dieser Runde. Dann habe ich ein bisschen Zeit. Ich muss das Zeug ja noch rendern oder will es noch zum Schnibbeln und zum Rendern schicken. Das heißt wiederum, dass es das erstmal sein muss. So. So, was ist das eigentlich hier? Regeneriert LP für begrenzte Zeit. Auch cool. Okay. Also eine Regenerationsaura. Tolle Sache. So. Ich für meinen Teil werde jetzt sagen, ich gebe hier mal ab und nehme die Quest wieder an und werde dann wirklich sagen, ja, hier, es muss ja für heute reichen. Leute, ich bin müde. Muss ins Bett. Ja, muss sein. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Liebe Grüße an den Aaron und tschüssi!